Neuanfänge, Chaos, Zusammenbruch, Unerlöstes. Was zeigt sich uns im Vollmond in Schützen? Tauche ein mit mir in die neue Welt der Mystik, des Spiels und des Neuanfangs. Wie zeigen sich dir die Energien? Unerwartete Veränderungen erwarten dich in diesem Vollmond. Dies erfährst du in diesem Video. So schön sind sie, diese Energien. Ich war richtig überrascht, welche Energien heute für uns wirken möchten. Wir werden im Mond in Schütze und der Sonne im Zwilling tief in die Energien eintauchen. Im Video erwarten uns positive Veränderungen in unserem Leben. Im ersten Teil im Video werde ich euch eine Beschreibung der Energien geben. Im zweiten Teil werden wir eine hochenergetische Transformation mit Erzengel Uriel, all unsere Schatten transformieren, welche uns hindern, unsere Wahrheit zu sehen. Danach werden wir in ein Heilbad mit Lady Nada eintauchen und am Ende in unserer Ursprungsenergie zu baden. Sie bereitet uns für unsere Neugeburt vor. Sie führt uns in den hohen, lichten Ebene, in unsere persönliche Neuzeitenergie. Das Video ist mit heilenden Energien stark aufgeladen. Bleibe also bis zum Ende dabei. Wir werden eine tiefe Verankerung der Energien erhalten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Marianne Selina Görl. Du findest mich unter Smarana Yoga und Heilung. Ich begleite dich gerne in Verbindung mit deiner Seele, in Coachings, Heilsitzungen und spirituellen Weiterbildungen auf deinem Weg in die neue Zeit. Wenn du meine neuesten Videos erhalten möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. So dürfen wir im Vollmond neue Energien aufnehmen und ein zu Ende bringen. In Zwillinge erfahren wir Austausch und Kommunikation. Im Mond in Schützen werden uns Optimismus und Selbstvertrauen gebracht. Wir dürfen darauf achten, dass wir nicht übertreiben oder, wenn es nicht passt, wir dürfen darauf achten, dass wir uns in den Energien der Positivität ausrichten, da wir in Schütze dazu neigen könnten, dass unsere Energie erlischt, wenn es dem Schützen zu langsam geht. Lilith, die schwarze Mondgöttin, unterstützt uns, unsere Fähigkeiten nach außen zu bringen. Sie unterstützt uns in der Heilung des inneren Kindes. Vater- und Mutterthemen dürfen angeschaut werden, um endlich unser eigenes Leben jeder für sich selbst zu gestalten. Wir dürfen darauf achten, dass wir uns nicht zurückziehen. Unsere Werte möchten in die Freiheit gehen. Wir dürfen üben, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen, Gleichberechtigung und die bedingungslose Liebe ohne Forderungen und Projektionen zu erschaffen. Es fließt starke Heilungsenergie zu uns. Unsere DNA wird weiter ins Gleichgewicht gebracht. Hierzu biete ich wöchentlich Webinare und Livestreams an, unsere alten Muster mehr zu verstehen, genau hinzuschauen und aufzulösen. In unserer täglichen Mondreise, wenn du täglich dabei bist, erkennst du mehr und mehr deine Schatten.
In meinen persönlichen Heilsitzungen begleite ich dich gerne im Erkennen deiner Schatten. Alles, was du im alten Lebensbereich erreicht hast oder Muster aus alten Leben, werden in der Heilarbeit uns sichtbar. Du erkennst, was du in diesem Leben erreichen und auflösen möchtest. Alle Links findest du für die Musterarbeit unter dem Video. In unseren Partnerschaften dürfen wir genau hinschauen. Wir dürfen die Dinge, die andere für uns möchten, von uns möchten, nicht mehr erfüllen. Es ist wichtig, unsere alten Rollen nicht mehr aufrecht zu erhalten. Wir würden innerlich verletzt werden. Lassen wir uns nichts mehr von außen etwas vormachen, keine Versprechungen machen oder auch von anderen glauben, dass sie etwas versprechen. Es geht um Miteinander, es geht um Rückzug, um die Dinge genau zu betrachten. Lasse dich nicht auf deine Illusion ein. Wir dürfen darauf achten, dass wir nicht verletzen oder uns nicht verletzen lassen. Wir dürfen beobachten, in uns hineinschauen, genau hinzusehen. Smarana, schön, dass du da bist. So mögen wir uns üben, in uns zu hören. Was möchte nach oben steigen, wenn wir uns unseren inneren Schatten stellen, diese nicht mehr wegdrücken, jeden Schmerz, jede Transformation, Konflikte und Ärger? Wir dürfen in uns Altes transformieren, damit nun der Sommer sich in uns entfachen kann. So dürfen wir weiter unserer Ziele bewusst werden. Was ist wichtig? Was möchte ich erschaffen? Möchten wir Licht erschaffen? Oder, wenn wir nicht achtsam sind, erschaffen wir Konflikte und Kampf? So mögen wir uns bewusst sein in jedem Moment, welche Seite wir leben wollen. Gehen wir den Weg des Lichtes und der Liebe? Oder erschaffen wir die negativen Aspekte hinzu? Wir dürfen Altes abschließen, ein totaler Neuanfang wird sich in uns entwickeln. Es geht in Richtung Selbstwert. Was sind meine Werte? Was zeigt sich mein Verhältnis zu meinen Finanzen? Im Vollmond in Schütze geht es vor allem darum, Unerlöstes in die göttliche Strahlkraft zu bringen. So zeigt sich hier eine gute Energie, des alles in Gottes Hände legen. Auf die höheren Energien des Willen Gottes uns einzulassen, all unser Unerlöstes in Gänze abzulegen. Es geht nicht um vielleicht oder doch. Es geht um klare, zielgerichtete Entscheidungen. Es zeigt sich in der sommerlichen Phase starke Feuerkraft. Wir werden in unserer Meditation uns tief mit Mutter Erde und Vater Himmel verbinden, das göttliche Feuer in uns entfachen und mit der Kraft von Erzengel Uriel all unsere Schatten transformieren, welche uns hindern, unsere Wahrheit zu sehen. Danach werden wir ein Heilbad von Lady Nada erhalten, um am Ende in unserer Ursprungsenergie zu baden. Sei bereit, sie bereitet uns für unsere Neugeburt vor. So lasse dich nun fallen in deinen Herzensraum hinein.
Lasse in deinem Herzen die Sonne entstehen. Nimm ihre Strahlen wahr und nimm wahr, wie sie über all deine Körper hinaus strahlt, ganz weit um dich herum. Nimm in deiner Mitte wahr, wie der Friede in dir entsteht, wie du ruhiger wirst. Nimm über deine Fußchakren die Verbindung zu Mutter Erde wahr. Lasse deine goldenen Lichtwurzeln ganz tief im Schoß der Mutter ankommen. Und nimm wahr, wie sie sich dort geborgen fühlen, im Schoße der Mutter baden. Und nimm wahr, wie sie dich in ihrem Schoße hält und trägt. Genieße die Energie. Fühle nun, wie das Licht der Mutter Erde zu dir nach oben in dein Herz hineinfließt und weiter aus deinem Herzen im Lichtstrom nun über dein Schädeldach zur göttlichen Quelle fließt, zum Ursprung allen Seins. Bade im Schoß deiner göttlichen Eltern. Fühle, wie sie dich tragen und halten, lieben und herzen. Nimm die Energieausdehnung wahr und nimm wahr, wie sie zurück in deinen Herzensraum fließt. Dein Herzensfeuer in dir lodern lässt und die Dreieinheit in dir entfacht. Lasse nun diesen Lichtstrahl aus deinem Herzen in dein Sonnengeflecht hineinfließen. Spüre, wie ein goldener Lichtstrom deine Chakren reinigt und klärt. Lasse dich ganz hineinsinken in deinen Herzensraum und nimm ganz bewusst die Energien in dir wahr. Dehne deinen Herzensraum weiter und weiter aus. Spüre, wie die Energie deines Herzens sich mit deiner Seele verbindet. Nimm deinen Seelenraum wahr, die Energien, die Farben, all deine Fähigkeiten, deine Boten und Helfer, deine Seelenengel dich begrüßen. Sie laden dich ein, mit ihnen zu der Reise in die heilenden Felder von Smarana. Nimm wahr, wie sie dich höher tragen. Erzengel Uriel tritt an deine Seite und begrüßt dich. Geliebtes Kind, schön, dass du da bist. Ich werde dich befreien von all deinen Schatten, welche dich hindern, deine Wahrheit zu sehen. So lasse ich nun goldenes Licht zu dir fließen. Dieses Licht zeigt dir alles, was wichtig ist, damit Heilung geschehen kann.
So bringe ich dir Gesundheit, das Gleichgewicht. Ich stelle für dich die göttliche Ordnung wieder her. Ich stelle deine Matrix und deine ursprüngliche Vollkommenheit wieder her. Dieses führt deinen Geist, deinen Körper und deine Seele zur vollkommenen Gesundheit. Ich bringe deinem System in Körper, Geist und Seele, all deinen Körpern, den fein- und feststofflichen, deiner Aura, Ätherkörper, Kausalkörper, den göttlichen Plan in Übereinstimmung mit deinem höheren Selbst zum Wohle aller. Fühle nun Dankbarkeit, dass dies geschieht. So umgibt dich mein heilender, goldener Energiestrom. Die Smarana-Sonne entsteht, sie erfüllt deinen Körper, deine Aura, deine Chakren und Meridiane. Der heilende, goldene, göttliche Strom fließt in all deine Zellen und Zellkerne hinein. Er löst alles auf, was sich in dir im Ungleichgewicht befindet. Nimm dies wahr und beobachte, wenn ein Thema aufgelöst wird, welches du nochmals anschauen sollst, wird es dir jetzt gezeigt oder in deinem Alltag gezeigt. Sei dir aber dann auch bewusst, dass es die Heilung bereits ist. Es kann sein, dass du nichts sehen musst, dann ist es auch gut. Sieh nun, wie das goldene Smarana-Licht dich umgibt. Lasse es sich weiter zu einem Kreis sich entfachen. Dieser Kreis schützt, hält und trägt dich. Nimm einfach wahr und lasse geschehen. Fühle diese Energie, wie sie sich immer stärker in dir entfacht, alles von dir trägt, was dich in deinem Gleichgewicht hindert. Du fühlst bereits, während du die Bilder weiter beobachtest, wie deine Boten und Helfer und Erzengel Uriel dich weitertragen in die lichten, heilenden Felder der Transformation von Lady Nada. Voller Freude begrüßt sie dich. Geliebtes Kind, ich, Lady Nada, begrüße dich. Ich umarme dich und begrüße dich mit Smarana,
aus der Tiefe meines Herzens. In meiner Kapelle wache ich über das Christuslicht. Ich hüte diese göttliche Flamme. So bin ich heute hier und lade dich ein, einige Momente in der Kapelle zu verbringen. Es sind Momente der Reinigung. Welche für dich eine große Transformation und Erleichterung bringen. Ich bin hier, dich zu unterstützen, um die Verletzungen deiner Gefühle, deiner Liebe sanft zu streicheln und dich sanft in die Energie der Heilung zu tragen. So trete ein, wenn du möchtest. Ich öffne für dich die Tore und du darfst den heiligen Raum betreten und du erkennst auch die leuchtende Flamme. Den Strahl der Heilung, welcher im ganzen Raum sein Licht ausdehnt. Es ist ein rubinrotes Lichtbad, welches seine Muster an die Wände wirft, den ganzen Raum erleuchtet, welcher bunte Farben an den Fenstern erzeugt und dich ganz still werden lässt. Setze dich hin auf die weichen Kissen, welche ich für dich vorbereitet habe. Bade in dieser Energie. Es ist das Lichtbad deiner Ursprungsenergie, welche deine Verwundungen der Liebe sanft berührt und heilt. Vergebe jedem Menschen, welcher dir Unrecht getan hat, dich verletzt hat. Vergebe auch dir selbst, weil du es gestattet hast. Gehe so tief wie möglich in deine verletzten Gefühle. Damit sie von der rubinroten Flamme erlöst werden können. Lasse dir Zeit. Die Engel singen dir ein Lied. Ein Lied von der unendlichen Liebe und der Erlösung. Fühle, wie Heilung geschieht. So lege ich meine Hände auf dein Herz und lasse meine Fürsorge, Liebe und Licht zu dir fließen. Und du weißt, dass Heilung geschieht und die Liebe dich trägt. Lasse dir Zeit und bade in dieser Energie, solange dieses Licht leuchtet. Du bist hier jederzeit willkommen. Ich lade dich ein, immer, wenn es für dich wichtig ist.
So lege ich dir nun einen rubinroten Mantel des Schutzes um. Er soll dich immer daran erinnern, an meine Liebe und das Christuslicht, das in jedem Moment zu dir fließt. So kehre wieder zurück. Fühle, wie Transformation geschehen ist. Besuche mich immer wieder, damit der Heilungsprozess sich weiter in dir vollziehen kann. Ich umarme dich von Herzen. Deine dich liebende Lady Nada. Geliebtes Kind, mache diese Meditation immer wieder, besonders wenn die Schwere in dir aufsteigt. So wird vieles für dich in Heilung gehen. Spüre nun, wie tiefe Liebe, Leichtigkeit und Freiheit dich erfüllen. Lasse das Gefühl zu und behalte es in deinem Herzen. Herz und Verstand sind nun eins, in Liebe schöpfend. So wird es nun Zeit, wieder zurückzukehren. Die Energie löst sich auf, atme tief und vollständig ein und aus. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deinen Seelenengeln, bei Erzengel Uriel, Lady Nada und bei deiner Seele. Freue dich, dass all die Energien nun bei dir sind. So spreche ich, Lady Nada, nochmal zu dir. Geliebtes Menschenkind, lasse dich in dein Herz hineinfallen, wenn du dich kraftlos und energielos fühlst. Mein Christuslicht wird dich umhüllen mit meiner rubinroten Lichtenergie. So wird alles in Heilung gehen, was dich belastet. So schön waren sie, die Energien. Nutze diese Reise immer wieder, um den Ausgleich deiner Energien zu erhalten. Atme nun tiefer ein und aus und kehre wieder ins Hier und Jetzt zurück. In meinem Webinar Lichtschule der Venus, die Reise auf Sirius, erhältst du hochenergetische Werkzeuge, um mit den Energien der neuen Zeit selbstständig zu arbeiten. Hier wirst du in deine weibliche Urenergie eingeweiht. Deine Kanäle werden geöffnet, du erhältst die Aktivierungen und vieles mehr. Übrigens, die neuesten Energien, welche auf die Erde gebracht werden, sind in meinen Webinaren enthalten. Auch erhältst du sie in den Engelheilsitzungen, in der Heilung mit den Erzengeln und mit in allen Livestreams. Unter dem Video findest du all die Links zu den Webinaren und der Mondreise. Wisse, die Reinigung all deiner Energien ist wichtig. Am Abend, bevor du schlafen gehst, beschreibt uns die geistige Welt. Reinige dich und kehre in deine Urenergie ein. So können wir in der Nacht für dich arbeiten, während du schläfst. Wir tun dies gerne. Wenn du uns rufst, sind wir im selben Augenblick bei dir. Wenn dir meine Meditationen gefallen,
freue ich mich auf deinen Like und dein Feedback. Abonniere meinen Kanal, so verpasst du kein Video mehr. Viel Freude mit den Energien, bleibe im Licht, melde dich gerne, wenn du meine Hilfe möchtest. Smarana.